Meine Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 25 auf. Das ist der Antrag von der Fraktion DIE LINKE, Mieterhöhung und unsoziale Modernisierung bei der GWH verhindern, Geschäftspraxis der GWH grundlegend verändern, hat die Drucksache 690/20. Die vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Schalauske von der Fraktion DIE LINKE gemeldet. Ja. Ich höre, da gibt es schon begeisterte Zurufe. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ob am Richtsberg in Marburg, in der Henry-Dunant-Siedlung, wie der Frankfurter sagt, oder in Wiesbaden, in den vergangenen Monaten protestierten Mieterinnen und Mieter des Wohnungsunternehmens GWH Wohnungsgesellschaft in verschiedenen hessischen Städten gegen Mieterhöhungen und die unsoziale Umlage von Modernisierungskosten auf die Miete. In Marburg versuchte die GWH, eine Änderung der Energieversorgung durchzusetzen, deren Kosten direkt auf die Miete umgelegt worden wäre. Und anders als von der Geschäftsführung behauptet, konnte auch nicht von einer energetischen Modernisierung die Rede sein, weil die Maßnahmen nicht mit einer Wärmedämmung einhergegangen wären. Die GWH wollte die Kaltmiete um 36 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. Das wären umgerechnet für eine 80 Quadratmeter Wohnung immerhin 345 € im Jahr, bei einer Wohnung mit 50 Quadratmetern Fläche noch immer 260 € im Jahr. Besonders bitter, kurz vorher hatte es schon eine deutliche Mieterhöhung gegeben. Und in den Wohnungen der GWH leben Mieterinnen und Mieter, die sich einen solchen Aufschlag nicht einfach hätten leisten können. Umso mehr freuen wir uns, dass es den Mieterinnen und Mietern mit breiter Unterstützung der Stadtgesellschaft gelungen ist, diese unsozialen Maßnahmen zu verhindern. Das zeigt, es lohnt sich, wenn Mieterinnen und Mieter für ihre Interessen kämpfen. Protest wirkt. In der Zwischenzeit hat sich ein Mieterbeirat gegründet. Er hat damit begonnen, die Interessen der GWH-Mieter am Richtsberg zu vertreten. Er hat einen offenen Brief an den Finanzminister Schäfer verfasst, der leider nicht da ist. Wir wünschen jedenfalls diesem Beirat sehr viel Erfolg für seine Arbeit. In der Henry-Dunant-Siedlung in Frankfurt-Sossenheim kündigte die GWH Mieterhöhung von 80 € im Monat an. Eine Mieterin, die von einer Mieterhöhung von 73 € betroffen ist, die hatte sogar ihr Badezimmer vorher teilweise selbst gefliest. Ein anderer Mieter wurde in einer Zeitung zitiert, ich soll monatlich 40 € mehr zahlen. Dabei wurde in unserem Wohnblock in den letzten 40 Jahren nichts gemacht. Das Licht im Keller funktioniert nicht, keine Dämmung, nichts gestrichen, nur Toilette, Wanne und Spülbecken wurden mal ausgetauscht. Meine Damen und Herren, ob in Marburg oder Frankfurt, sieht so eine soziale Wohnraumversorgung aus? Ich finde, nein. Mieterhöhungen, Mängel im Wohnungsbestand, unsoziale Modernisierungsvorhaben, das alles ist das Gegenteil einer sozialen Wohnraumversorgung. Und deshalb muss sich an der Geschäftspolitik der GWH dringend etwas ändern. Dabei stehen wir an der Seite von Mieterinnen und Mietern, Recht auf Stadtbewegung, Bündnissen wie Mietenwahnsinn Hessen und anderen, die sich gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung wehren. Und für uns ist es in dieser Debatte wichtig, auf eines hinzuweisen. Für die GWH trägt auch das Land Hessen Verantwortung. Die GWH ist eine Tochtergesellschaft der Hessischen Landesbank, der Helaba, an der wiederum das Land Hessen beteiligt ist. Finanzminister Dr. Thomas Schäfer ist als Vertreter des Landes Mitglied im Verwaltungsrat der Helaba. Und als Anteilseignerin an der Helaba ist das Land gefordert, auf die Geschäftspraxis der GWH im Sinne der Mieterinnen und Mieter einzuwirken. Und dass dies im Grundsatz möglich ist, das ist auch keine linke Erfindung, sondern davon schien ja auch Schwarz-Grün selber auszugehen. Vor über einem Jahr, im September 2018, hatte die damals noch für Wohnungsbau zuständige Ministerin Hinz an die Verantwortlichen der GWH einen offenen Brief geschrieben und empfohlen, sie sollten doch die Mieten für ihre Wohnungen stabil halten. Auf meine Nachfrage dann im Sommer an den Nachfolger, Wirtschaftsminister Al-Wazir,
was denn aus diesem offenen Brief und der Forderung geworden sind, sagte Herr Al-Wazir, ja, es gäbe Gespräche mit der GWH. Seitdem aber haben wir von der Landesregierung nichts mehr zu dem Thema gehört. Dafür konnten wir vor wenigen Wochen in der Frankfurter Rundschau lesen, dass der GWH-Geschäftsführer Bürger der Forderung nach einem Mietendeckel eine Absage erteilt hat. Da frage ich die Landesregierung doch, war das alles? Briefe schreiben und sich die Antworten via, und sich mit Antworten via Presse abspeisen zu lassen? Ich jedenfalls finde, das reicht nicht. Finanzminister Schäfer, Staatsminister Al-Wazir, machen Sie Druck, machen Sie Ihren Einfluss geltend. Der Finanzminister sitzt im Verwaltungsrat der Helaba. Machen Sie dort Druck im Sinne der Mieterinnen und Mieter. Herr Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. Das größte Problem ist, dass sich die GWH einer renditeorientierten Geschäftspolitik verschrieben hat, so wie es auf ihrer Homepage zu lesen ist. Es scheint, dass Profite auf Kosten der Mieterinnen und Mieter erwirtschaftet werden. Damit muss Schluss sein. Die Geschäftspraxis der GWH, die muss sich grundlegend ändern. Danke, Herr Schalauske. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Barth zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die GWH ist, wie es mein Kollege Jan Schalauske eben richtig sagte, eine Tochter der Helaba. Ein Teil des früheren Wohnungsbestands gehörte übrigens einmal dem Land Hessen und wurde anstelle einer damals notwendigen Kapitaleinlage vom Land an die Helaba übertragen. Soweit zur Geschichte. Die SPD sieht bei der GWH heute, ich sage es einmal, Licht und Schatten. Zu sagen, es handle sich um ein rein privatrechtliches Unternehmen, wie die GWH gerne von sich behauptet, wird der Angelegenheit nicht gerecht. Denn auch an der Helaba ist das Land mit 8% beteiligt. Und dann gibt es doch einige Berührungspunkte. Im Verwaltungsrat sind schließlich auch Politiker fast aller Parteien vertreten. Wenn ich eben von Schatten gesprochen habe, dann meine ich damit z.B., dass sich die GWH mit dem Verweis auf ihre Gewinnorientierung hartnäckig weigert, in den meisten Städten auf deren explizites Ansinnen Belegrechte zu verlängern. Auch meine ich, dass die GWH nicht immer ein fairer Vermieter ist. An mich hat sich zuletzt ein Mieter gewendet, der mit seiner Frau seit 1965 in ein und derselben Wohnung der GWH wohnt. Es gibt etliche langjährige Mieter der GWH mit Mietdauern bis zu 50 Jahren. Die durchschnittliche Mietdauer beträgt übrigens immerhin 12,8 Jahre, und sehr viele Mieter sind natürlich auch älter. Bei dem Ehepaar, das ich kennenlernte, wurde Anfang 2018 die Miete moderat um 15 € pro Monat für die 65 Quadratmeter nach längerer Zeit erhöht. Einen Monat später, im Februar, gab es in der Wohnung einen Wasserschaden in der Küche, der lange nicht behoben werden konnte. Die Abwasserleitungen waren uralt und wurden nie ausgetauscht, sodass das ältere Paar bis September, das sind 8 Monate, im Bad spülen musste. Eine Mietminderung wurde nicht geltend gemacht. Endlich wieder mit funktionsfähiger Küche kündigte die GWH für Januar 2019 eine weitere Mieterhöhung über 40 € im Monat an. Das sind dann schon 500 € für das Rentnerpaar nach bereits 180 € in 2018, also 680 € jährlich mehr binnen 1,5 Jahren und vor allem trotz der erheblichen Einschränkung. Alles im Rahmen der Kappungsgrenzenverordnung, aber aus meiner Sicht dennoch grenzwertig. Auch auf ein Schreiben von mir war die GWH nicht gewillt, die angekündigte Mieterhöhung zurückzunehmen oder doch zumindest aus Kulanz zu verschieben. Man sei eben gewinnorientiert. Auch habe ich Wohnungen in Frankfurt gesehen, die schon lange von sämtlichen Modernisierungen oder mal wenigstens einem Eimer frischer Farbe verschont waren. Uralte Fenster, defekte Türen und vergammelte Treppenhäuser.
sicher keine hohen Mieten, aber so sollte man nicht mit seinen Beständen umgehen. Weitere Negativbeispiele hat Herr Schalauske eben schon genannt. Auf der anderen Seite habe ich mit Freude vor einem Monat gelesen, dass die GWH in Frankfurt gerade einer Verlängerung von Bindungsfristen für 1.087 Einheiten in der Wohnsiedlung am Bügel verlängert hat. Übrigens auch in Nordhessen ist man an einigen Orten eher zufrieden mit der GWH. Das meine ich mit Licht und Schatten. In ihrem Leitbild verweist die Gesellschaft auf ihre soziale Verantwortung. Die SPD ist daher der Meinung, dass es eine gute Idee ist, wie es DIE LINKE fordert, hier entsprechend Einfluss geltend zu machen, um über die Punkte zu reden, die eben nicht gehen. Denn ich würde gerne mehr Meldungen wie die zuletzt zitierte aus Frankfurt lesen. Die GWH ist einer der großen Akteure auf dem hessischen Wohnungsmarkt. Und daher sollten wir Sorge tragen, dass die GWH ihrer sozialen Verantwortung gerecht wird. Und ja, Frau Barth, nähern Sie sich auch bitte dem Ende. Und ja, wenn ABG und NH mit 1% Mieterhöhung auskommen, sollte das auch bei der GWH klappen. Denn das erwarten wir auf jeden Fall von einem Tochterunternehmen unserer Landesbank. Vielen Dank. Danke, Frau Barth. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Schulz das Wort. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren, Sie, verehrte Kollegen der Fraktion DIE LINKE, begründen Ihren Antrag damit, dass die GWH ihre renditeorientierte Bewirtschaftung einstellen und eine soziale und ökologische Wohnraumversorgung für Hessen anstreben soll. Gleichzeitig fordern Sie, dass die Landesregierung auf Maßnahmen ergreift, die die GWH zu einer Mietendeckelung bringen soll. Ein Unternehmen muss renditeorientiert arbeiten, um sich auf Dauer auf dem Markt behaupten zu können. Die GWH ist ein Akteur auf dem Wohnungsmarkt und ist gezwungen, sich den Gesetzen des Marktes unterzuordnen. Immobilien müssen renoviert und modernisiert werden, damit diese den Mietern und Bewohnern ein geeignetes und angenehmes Zuhause bieten können und gleichzeitig auf dem Wohnungsmarkt konkurrenzfähig bleiben. Da zitiere ich nun Marc Hohmann, den Unternehmenssprecher der GWH. Um nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll im Interesse unserer Mieter investieren zu können, müssen wir in Intervallen unsere Mieten an die Marktgegebenheiten anpassen. Und das geht nicht ohne Kapital, so Herr Hohmann. Wenn Sie fordern, dass die GWH ihren Immobilienbestand renoviert und die Mieter nicht... Herr Schulz, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Ihnen ist nicht erlaubt, hier im Raum zu fotografieren. Dann hängen Sie ihn sich um, dann muss ich hier nicht. Danke. Entschuldigen Sie, Herr Schulz. Ja. Sie haben das. Ja. Wenn Sie fordern, dass die GWH ihren Immobilienstand renoviert und die Mieter nicht an die Kosten beteiligt, dann ist doch klar, wer diese Kosten tragen muss. Das sind dann alle Steuerzahler, die dann diese Kosten tragen müssen. Wenn das Ihre Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft ist, dann dürfen Sie es uns nicht übel nehmen, wenn wir Ihren Antrag nicht folgen und ablehnen. Wir befürworten eine Einzelprüfung der Betroffenen und sollten sich darunter Menschen befinden, die einen berechtigten Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben, dann wird diesen Menschen selbstverständlich geholfen. Sie dürfen auch nicht verschweigen, dass der Mietspiegel in Sossenheim zwischen 13,10 € und 17,30 € pro Quadratmeter liegt. Die GWH bietet ihre Wohnungen für ca. 8,35 € an. Das bedeutet, dass selbst eine wie von der GWH vorgesehene Mieterhöhung immer noch in eine Gesamtmiete bewirkt, die stark unter dem ortsüblichen Mietspiegel liegt. Wenn wir die Geschäftspraxis der GWH verändern wollen zugunsten des bezahlbaren Wohnraumes, dann müssen wir dafür sorgen, dass staatliche Gesellschaften auf dem Grundstücksmarkt nicht in Konkurrenz mit Privatinvestoren treten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schulz. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat sich Frau Förster-Heldmann gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, Sanierungsstau ist ein Thema, das uns allenthalben an allen Stellen in diesem Land beschäftigt, ob das jetzt Straßenbau ist, Brückenbau und nicht zuletzt der Wohnungsbau. Und ich finde, hier macht sich deutlich bemerkbar, einerseits, dass wir alle gemeinsam stolz sind darauf, dass das Land Hessen die Nassauische Heim als ihr eigenes Unternehmen sichern konnte, eine gemeinsame Tat, die wir auch heute noch wirklich als richtig empfinden und somit auch gutiert haben, indem wir das Eigenkapital der Nassauischen Heim um 200 Millionen € erhöht haben. Die GWH hat eben so einen Partner nicht, und deswegen würde ich das Wort renditeorientiert nicht unbedingt als das richtige Wort in diesem Zusammenhang sehen, sondern die GWH ist verpflichtet, in irgendeiner Weise Geld zu erwirtschaften und ihren Wohnungsbestand zu sichern und auch zum Teil zu sanieren. Ich bin nicht in der Situation und vor allen Dingen auch nicht gewillt, die GWH im Einzelnen zu entschuldigen oder in irgendeiner Weise Beispiele, die Sie vorhergehend gesagt haben, irgendwie richtigzustellen. Das möchte ich nicht, weil ich weiß aus Erfahrung, dass solche Wohnungsbauunternehmen gerade mit den Altmietern eine ganze Menge Verantwortung haben, auch Probleme haben und ja auch die Verpflichtung haben, in dem alten Bestand, der besonders schwierig ist zu sanieren, eben das auch auf die Reihe zu bringen und in der Tat dann am Schluss einen Wohnungsbestand zu haben, der wirklich im großen Teil saniert ist. Die Nassauische Heim geht auch in dem Bereich beispielhaft voran. Sie gehört zu den Wohnungsbauunternehmen, die den meisten sanierten Bestand hat. Es gibt andere Wohnungsbauunternehmen, da sieht es wesentlich schlechter aus. Zum Beispiel die Bauverein AG in Darmstadt. Bei der GWH kenne ich die Quote jetzt genau nicht. Es ist aber so, dass wir als Land Hessen in kein direkter Gesellschafter sind. Deswegen können wir auch keinen direkten Einfluss nehmen. Und ich möchte zu dem Thema, das Sie ja schwarz auf weiß in Ihrem Antrag auch niedergeschrieben haben, politischen Einfluss kurzfristig zu nehmen. Ich warne davor vor solchen Dingen. Weil es kann ja mal immer sein, dass sich politische Verhältnisse ändern. Und wir haben doch alle in der Vergangenheit erlebt, was kurzfristiger politischer Einfluss bedeutet oder politische Einflussnahme direkt in die Tat umzusetzen. Da gibt es dieses wunderbare Beispiel in Berlin. Da gibt es auch ein Beispiel in Freiburg, um mal die ganze Bandbreite aufzuzeigen, das Gott sei Dank nicht umgesetzt werden konnte. Nein, ich will überhaupt niemandem etwas unterstellen. Und Sie können sich jetzt Ihren Zwischenruf auch sparen, weil ich glaube, dass mich jeder versteht. Es geht um direkte politische Einflussnahme, und ich warne davor. Ich sage, wir haben eine ganze Menge auf den Weg gebracht, unter anderem auch, dass die GWH Mitglied in der Allianz für Wohnen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass die Bereitschaft, eben, wie Sie gerade genannt haben, die Verlängerung der, ich glaube, 1.000 bindungsgebundenen Wohnungen eben auch ein Ergebnis aus dieser Allianz für Wohnen ist. Das brauchen wir. Und auch die demokratische Verfasstheit eben mit Mieterbeiräten, die eigentlich normalerweise Standard mittlerweile bei Wohnungsbaugesellschaften ist. Dieser Mieterbeirat hat ja direkt Einfluss genommen, und er ist auch gehört worden. Was im Ergebnis aber vielleicht nicht unbedingt den Mietern und Mieterinnen zugutekommt, sondern möglicherweise hat man gesagt, okay, wir haben noch so viele andere Häuser, die wir sanieren müssen. Ich kenne es aus anderen Beispielen. Dann fangen wir eben woanders an, wenn hier der Umbau sich als besonders schwierig gestaltet.
Ich kann aber nicht davon ausgehen, dass dieser Umbau, weil er einmal verschoben worden ist, dann aufgehoben worden ist. Die Aufgabe bleibt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass das Delta zwischen gerade den niedrigen Mieten, die wir ja alle gemeinsam erhalten wollen, und dem Sanierungsstau und den Anforderungen von modernen Wärmepumpen, moderner Haustechnik, dass dieses Delta immer größer wird. Und wenn wir uns anschauen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, sofort. Und wenn wir uns anschauen, was in puncto Klimaneutralität noch auf uns zukommt, haben wir eine ganz große Aufgabe. Und ich freue mich, diese Aufgabe gemeinsam mit Ihnen zu lösen. Vielen Dank. Danke, Frau Förster-Heldmann. Für die FDP hat sich Herr Lenders zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es sind leider gerade Wohnungsbaugenossenschaften und große Kapitalfirmen mit großen Wohnungsbaubeständen, die immer wieder dazu neigen, sehr regelmäßig ihre Mieter mit Mieterhöhungen zu transalieren. Wenn man das im Verhältnis mal setzt zu den privaten, zu den doch deutlich mehr privaten Vermietern, die in der Regel Mieten über Jahre hinweg stabil halten, haben wir es hier tatsächlich mit Genossenschaften zu tun, die recht regelmäßig, ich nehme mal ein Beispiel, der Darmstädter Bauverein, Frau Förster-Heldmann, der Ihnen durchaus bekannt ist, der auch bei Mietern immer für einigermaßen Unmut sorgt. Aber, meine Damen und Herren, die Landesregierung bzw. Frau Förster-Heldmann hat jetzt auch ein bisschen das beklagt, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Das kann man schon einmal so sagen. Denn es war die ABG in Frankfurt, die als erstes mit so einem Mietdeckel reagiert hat, oder beziehungsweise die Landesregierung, die da nachgezogen hat bei der Nassauischen Heimstätte. Und der Unterschied ist halt tatsächlich zur GWH, dass man hier eben nicht über eine Eigenkapitalerhöhung irgendwo auch noch diesen finanziellen Verlust auch noch ausgleichen kann, meine Damen und Herren. Ich finde es in Anbetracht der Tatsache, dass wir wirklich vor einer Sanierungsherausforderung, ich will nicht immer vom Sanierungsstau reden, weil da wird schon eine ganze Menge gemacht, aber energetische Sanierung, demografische Entwicklung, barrierefreies Bauen wollen wir alle. Und wir können diesen Unternehmen nicht die Investitionsmöglichkeiten entziehen, in denen wir solche Vorschläge, wie hier DIE LINKE sie gefordert hat, tatsächlich umsetzen. Meine Damen und Herren, Herr Schalauske, ich gehe wirklich gerne immer mit Ihnen in diese Diskussion rein. Und dann schauen wir uns mal eben an. Also, die GWH hat nicht die Möglichkeit, vom Land jetzt die dicke Finanzspritze zu bekommen. Das können Sie nicht mit Subventionen ausgleichen, wenn Sie das tatsächlich von der GWH verlangen würden. Und dann, wenn wir uns das einmal anschauen, die GWH hat alleine in Frankfurt rund 12.000 Wohnungen. Und da haben wir es mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 7,31 Euro zu tun. Davon zu sprechen, dass das jetzt unsoziale Mieten wären, das ist ja der Durchschnitt. Der Durchschnitt, meine Damen und Herren, 7,31 Euro pro Quadratmeter für Frankfurter Verhältnisse, das kann man durchaus akzeptieren. 7,31 Euro ist jetzt nicht irgendwie, dass Sie dann sagen würden, das sind Wuchermieten oder dergleichen. Berlin, wo Sie dann ja mitgetragen haben, einen Mietdeckel, da reden wir dann von 20 Euro den Quadratmeter. Ich glaube, meine Damen und Herren, wenn das wirklich so kommen sollte, wie DIE LINKE hier fordert, dann entziehen Sie der GWH tatsächlich die Investitionskraft. Und am Ende, meine Damen und Herren, wenn wir solchen Unternehmen, die immer auch noch eine Verantwortung für ihre Mieterinnen und Mieter verspüren, wirklich dazu bringen, die Eigentümer mehr oder weniger eine Hehlerbar dazu bringen, dass sie nicht auch wenigstens mal kostendeckend arbeiten können, mit leichten Renditen arbeiten können, um Investitionskraft zu erhalten, dann kommt es immer wieder zu Überlegungen, solche Unternehmen dann auch abzustoßen. Und dann möchte ich mal gerne sehen, die Diskussion, wenn die Hehlerbar tatsächlich auf die Idee kommen sollte, die GWH zu privatisieren. Da sind Sie, Herr Schalauske, vielleicht auch zu Recht der Erste, der hier steht und sagt,
das kann aber überhaupt nicht wahr sein. Aber, meine Damen und Herren, genau dazu bringen Sie ja solche Unternehmen zu solchen Überlegungen. Dann haben Sie wirklich den Salat hier angerichtet. Ich glaube Ihnen gerne, Herr Schalauske, dass Sie das nicht möchten. Aber das Ende, wenn Sie es vom Ende her mal denken würden, kommen Sie genau dazu. Deswegen sollten wir uns auf dieses schmale Brett nicht eingehen. Herr Enders, lassen Sie eine Frage von Herrn Schalauske. Das können wir gerne bilateral. Lassen Sie mich nur einen Gedanken noch einmal kurz aufgreifen, Herr Schalauske, wo ich aus meiner Sicht auch tatsächlich noch ein Problem sehe. Warum denn auch Mietendeckel und Mietpreisbremse und all die schönen Dinge, die Sie ja dann auch gerne befürworten, nicht funktionieren können? Wir haben in Hessen tatsächlich nur zwei Städten, die tatsächlich einen qualifizierten Mietspiegel haben. Zwei. Das ist Frankfurt und das ist Darmstadt. Und wir haben darüber noch drei, die einen nicht qualifizierten Mietspiegel haben. Ich frage mich immer allen Ernstes. Sie wissen das, ich halte nichts von Mietpreisbremse. Aber wenn dieses Instrument überhaupt funktionieren soll, dann müssten wir uns doch mal ernsthaft darüber Gedanken machen, wie denn ein Mieter überhaupt auf die Idee kommen kann, überhaupt eine Vergleichsmiete mal zu finden, über die er klagen kann. Und jetzt muss mir nicht die Landesregierung kommen nach dem Motto, ja, das wäre ja alles kein Problem. Das geht aus einer kleinen Anfrage hervor, die ich dieser Tage gestellt habe, nach Herr dem Lenders, Motto, nur, man müsste nur drei Wohnungen finden. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Die Landesregierung hat dieses förderfähig gemacht. Sie hat selber das Problem erkannt. Aber so wird eine Mietpreisbremse in Hessen niemals funktionieren. Lassen Sie uns lieber über solche Dinge reden und nicht über die GWH und einen Mietpreisdeckel. Danke, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Kasseckert gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn auch zu später Stunde, haben wir diese Diskussion ja schon auch mehrfach geführt. Und da prallen zwei unterschiedliche Auffassungen aufeinander, Herr Schalauske. Und es wird Sie deshalb nicht überraschen, dass wir einen Mietendeckel bei der GWH oder wo auch immer grundsätzlich ablehnen, weil wir glauben, dass das völlig falsche. Nein, wir haben keinen Lenders, wir haben doch keinen Mietendeckel beschlossen. Wir sind der völligen Überzeugung, dass das falsche Instrument ist, dass das in die Irre führt und dass das dazu führt, und das ist ja hier auch angeklungen, dass eben den Unternehmen Liquidität entzogen wird, Liquidität, die sie brauchen, um auch Wohnungen zu modernisieren. Irgendjemand hat hier offenbar in Kenntnis besser der GWH, als ich das bin. Ich kenne keine GWH-Wohnungen im Detail. Aber offenbar gibt es auch dort Wohnungen, und das zeigt ja auch schon der Mietpreis, die Investitionsstau aufweisen. Und ich will jetzt mal auf ein anderes Beispiel noch übertragen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten heftig darüber diskutiert, dass wir im Sinne des Klimawandels natürlich wahnsinnig viel auch in energetische Sanierungen stecken müssen und auch wollen. Das ist auch richtig. Aber auf der anderen Seite muss man denjenigen, die Wohnungen dann betreiben, die Wohnungen vermieten, die Wohnungen unterhalten müssen, auch die Möglichkeit geben, diese Investitionen wieder zurückzuholen. Und wenn wir bei der Nassauischen Heimstätte haben wir vor einigen Tagen. Kasseckert, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Herrn Schalauske. Lassen Sie mich gerade erst den Gedanken ausführen. Wenn wir bei der Nassauischen Heimstätte haben wir im Sommer dieses Jahres beschlossen, dass wir die Klimaziele des Landes umsetzen, was richtig ist. Und das wird auch folgen müssen bei vielen Privaten. Und die Folge daraus wird sein, dass das, was wir an Liquidität brauchen für die Investition, aus den Mieten nicht zu erwirtschaften ist. Also muss entweder die Miete erhöht werden oder der Staat muss seine Töpfe öffnen und muss mit Fördergeldern diese energetischen Sanierungen auf breiter Front unterstützen. Oder bei der NH beispielsweise, wie wir es auch schon getan haben, mit der Eigenkapitalstärkung mit eingreifen. Das geht aber eben nicht bei jedem privaten Unternehmen. Das geht auch bei der GWH nicht, anders als bei der NH. Und deshalb sage ich sehr deutlich, jetzt unabhängig von dem Thema GWH, dass wir eine Linie halten müssen, dass wir auf der einen Seite wollen, dass Wohnungen modernisiert werden, dass sie energetisch saniert werden, dass wir auf der anderen Seite eben aber auch vom Kaufmännchen her die Möglichkeit geben müssen, diese Investitionen wieder zurückzuholen. Das muss sozial verträglich sein, das ist überhaupt keine Frage. Aber ein Mietendeckel, der im Grunde nach damit jede Entwicklung an der Stelle stoppt, den lehnen wir ab. Und von daher werden wir auch den Antrag der LINKEN, der ja schon einige Monate liegt, so dringend kann er also nicht sein, aber der schon einige Monate liegt, auch heute Abend hier ablehnen. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert.
Für die Landesregierung spricht nun Staatssekretär Deutschendorf. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben großen Handlungsbedarf auf dem Wohnungsmarkt. In der Problembeschreibung sind wir uns weitestgehend einig. Und natürlich spielen in diesem Themenkreis die großen Wohnungsbaugesellschaften eine wichtige Rolle. Aber auch die Landesregierung hat mehrfach gezeigt und bewiesen, wir gehen diese Aufgabe an und tun das, was wir beitragen können, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Ich verweise kurz auf die Maßnahmen, die wir ergriffen haben und ergreifen werden. In der gebotenen Kürze erwähne ich die 2,2 Milliarden € für die Wohnraumförderung, die wir in dieser Legislatur fest eingeplant haben. Ich erwähne kurz die Unterstützung für die Städte und Gemeinden im Land mit der Baulandoffensive, aber natürlich auch mit der Initiative des Großen Frankfurter Bogens, die wir gestartet haben. Darüber hinaus geht es natürlich auch darum, bis wir den erforderlichen Wohnraum geschaffen haben, bis diese Wohnungen alle gebaut sind, sich bei den Mieten zu engagieren, sich einzusetzen, um den Anstieg hier zu bremsen, zu dämpfen. Auch hier nutzen wir die uns zur Verfügung stehenden wirksamen und sinnvollen Möglichkeiten mit der Mietpreisbremse beispielsweise, die wir deutlich ausgeweitet haben. Und da, wo wir können, wie zum Beispiel bei der Nassauischen Heimstätte, bringen wir uns auch ein und tragen dazu bei, dass hier ein Beitrag geleistet wird, damit die Mieten nicht mehr so schnell steigen, wie wir es in den vergangenen Jahren gesehen haben, um hier den Anstieg zu dämpfen und zu reduzieren. Dazu trägt bei, dass wir gemeinsam in Abstimmung mit den anderen Gesellschaftern uns darauf geeinigt haben, für 5 Jahre den Anstieg der Mieten bei der Nassauischen Heimstätte auf 1% zu begrenzen, was sicherlich auch ein wirtschaftlicher Kraftakt ist. Zusätzlich hat man sich auch darauf verständigt, bei Modernisierungen den Anstieg auf 6% zu reduzieren. Damit leistet die Nassauische Heimstätte einen wichtigen Beitrag, den Anstieg der Mieten zu dämpfen. Und auch hier nutzen wir unsere Möglichkeiten zur Stabilisierung der Mieten im Sinne der Mieterinnen und Mieter. An dieser Stelle komme ich zur GWH. Bei der sind die Verhältnisse deutlich anders gelagert als bei der Nassauischen Heimstätte. Bei der Nassauischen Heimstätte haben wir 60% der Anteile, bei der GWH, einer Tochtergesellschaft der Hessischen Landesbank, sind es 8,1%. Und damit, meine Damen und Herren, ist unser Einfluss eben auch wesentlich geringer. Nichtsdestotrotz ist die Landesregierung hier tätig geworden, ist schon angesprochen worden. Frau Ministerin Hinz hat bereits im vergangenen Jahr die Initiative ergriffen und die Mitglieder des Verwaltungsrates der Helaba gebeten, sich dafür einzusetzen, dass die GWH ähnliche Maßnahmen wie die Nassauische Heimstätte zugunsten der Mieterinnen und Mieter ergreift. Mittlerweile gibt es auch hier eine Antwort des Vorstandes der Helaba, der inzwischen mitgeteilt hat, dass die GWH einen Ausgleich zwischen unternehmerischer Tätigkeit und sozialverantwortlichem Handeln schaffe. Die Durchschnittsmiete beläuft sich insgesamt auf 6,76 € pro Quadratmeter. In Frankfurt, Herr Lenders, Sie hatten 7,31 €, ich habe hier 7,21 €. Aber ist es damit, egal welche Zahl jetzt stimmt, deutlich unter dem aktuellen Mietspiegel. Und insgesamt haben die Mieterhöhungen in den letzten 6 Jahren insgesamt bei unter 3% gelegen. Und der Vorstand weist auch darauf hin, dass die GWH im vergangenen Jahr 68 Millionen € in die Instandhaltung, Modernisierung und Energieeffizienz ihrer Wohnungen investiert hat. Die GWH hat 309 neue Wohnungen fertiggestellt und plant weitere 2.300 Neubauwohnungen. Und das macht doch auch deutlich, dass auch die GWH sich hier im hohen Maße auf dem Wohnungsmarkt engagiert. Das Land hat sich also in diesem Sinne in die Gremien der GWH eingebracht und engagiert. Der Minister steht weiterhin im Austausch mit Vorstand und Geschäftsführung. Es ist aber auch klar,
dass sich die Geschäftspolitik hier der GWH von der Nassauischen Heimstätte beispielsweise unterscheidet. Und wenn die geändert werden soll, meine Damen und Herren, dann muss man sich eben auch an die anderen Gesellschafter wenden und hier in die Diskussion gehen. Da muss man beispielsweise sich mit dem Sparkassen- und Giroverband auseinandersetzen, der hier eine wichtige Rolle spielt. Das sind hier die richtigen Adressaten. Und das Land tut das, was wir tun können, das, was sinnvoll ist und wirksam ist, um auf dem Wohnungsmarkt unsere Ziele zu erreichen. Vielen Dank, Herr Deutschendorf. Wir sind am Ende der Debatte angelangt, und nach meinen Unterlagen überweisen wir den Antrag. Ihr wollt abstimmen, dann machen wir das. Dann rufe ich den Antrag der Fraktion DIE LINKE bezüglich Mieterhöhungen usw. so zur Abstimmung auf. Wer ihm da eine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind DIE LINKEN und die SPD. Wer ist dagegen? Das ist BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU, FDP und AfD. Damit hat dieser Antrag überraschenderweise keine Mehrheit gefunden. Nein, keine Wertung, sondern ein Versuch, mich selber hier wachzuhalten.